Das ist der Fiat 600e und das ist der Ubi und der stellt dir heute dieses feine kleine Elektroauto aus Italien vor. Der Fiat 600 ist übrigens der große Bruder natürlich des 500. Auch damals war er das schon und der 600 war schon immer ein wenig das Familienauto. Er hat nämlich jetzt vier Türen, er ist etwas größer und bietet dadurch eben mehr Platz. In unserem Fall bietet er sogar etwas mehr Leistung, einen größeren Antriebsakku, mehr Reichweite und soll eben auch dann mehr Spaß bringen. Ob er das kann, das werden wir heute klären. Hier bei Ubi Tested gehen wir mit dem Fiat 600e La Prima auf unsere altbekannte Verbrauchsrunde. Bedeutet, wir fahren 50% Überland, 40% Autobahn, VMAX 120 bei Elektrofahrzeugen, 10% Stadtverkehranteil. Wir wollen herausfinden, wie effizient die Elektromaschine im Alltag unter Alltagsbedingungen arbeitet, wie weit wir mit dem 51 Kilowattstunden netto fassenden Antriebsakku kommen, wie schnell lädt er auch wieder auf, wie fährt sich der Fiat 600e im Alltag, wie ist das Fahrwerk, wie ist die Lenkung. Wie sind die Platzverhältnisse im Innenraum oder im Kofferraum? Wie ist die Konnektivität? Was kostet der Wagen? Und natürlich gibt es auch abschließend meine eigene Meinung zum Fiat 600e. Wenn dich das Ganze jetzt interessiert, dann würde ich mich freuen, wenn du dranbleibst, dem Kanal ein Abo schenkst und mir deine Meinung unten in der Kommentarbox hinterlässt, sodass wir gerne am Ende des Videos ein wenig über den Fiat 600e diskutieren können. Und jetzt würde ich sagen, ich steige ein, wir begeben uns auf die Reise und du erfährst jetzt alles rund um das neue Elektro-Kompakt-SUV aus Italien. Viel Spaß! Zunächst einmal zur Einordnung. Der Fiat 600e ist der Nachfolger des Fiat 500X. Klingt jetzt auch erst einmal etwas komisch. Ja, mit dem 600 könnte man meinen, der Wagen wird dann natürlich etwas darüber positioniert, ist aber nicht der Fall. Rein optisch reiht er sich in das ja, süße, gefällige Design der 500er Familie ein. Bedeutet, er hat diese schönen Kulleraugen hier mit so einem verschlafenen Blick. Mit LED-Beleuchtung, am Heck eigenständige LED-Rücklichter, hier mit so silbernen Inlays, die man dann noch hat. Zudem gibt es hier und da überall 600-Schriftzüge, sowohl am Scheinwerfer vorne als an den Rückleuchten oder aber an der Seitenpartie unten am Schweller. Der Fiat 600 streckt sich auch deutlich gegenüber dem 500. Somit haben wir jetzt eine Länge von 4,17 Meter, eine Bauraumbreite von 1,98 Meter mit den ausgeklappten Außenspiegeln und 1,52 Meter Fahrzeughöhe. Die Bodengruppe ist die Bodengruppe, die Stellantis schon bereits in diversen anderen Modellen ausgerollt hat. Angefangen hat das Ganze dann auch hier mit dem Jeep Avenger, mit dem neuen Antrieb unter der Motorhaube und der größeren Batterie. Aber auch Opel Mokka, Opel Corsa unter anderem oder aber auch Peugeots 2008 und 208, die stehen ebenfalls auf dieser Plattform. Die Plattform ist zudem eine Mischplattform, bedeutet, es kann sowohl Elektrofahrzeuge als auch Verbrenner tragen. Das sieht man bereits auch im Stellantis-Konzern, dass hier Opel Mokka zum Beispiel als Verbrenner- und Elektrovariante fährt. Genauso auch der Peugeot 2008, nun auch der Jeep Avenger. Das ist auch beim Fiat 600 der Fall. Anfangs ebenfalls nur als E-Variante eingeführt. Gibt es jetzt auch Verbrennerantriebe als Mild-Hybrid mit 100 oder 136 P. Der Kofferraum fasst in diesem Falle hier 360 Liter. Es gibt einen Doppelladeraumboden und wenn man dann die Rücksitzlehnen umlegt, dann entsteht ein nicht ebener, sondern leicht nach oben vorne hin ansteigender Laderaum, der maximal 1231 Liter fasst. Das ist Durchschnitt für die Fahrzeugklasse. Da ist jetzt nichts Besonderes. Hier, also von dem her, alles passt soweit grob rein.
Wenn man viel einladen will, muss man den doppelten Laderaumboden rausnehmen. Es gibt leider auch kein separates Fach für das Ladekabel, das hier im Fahrzeug liegt. Ist etwas schade, denn ein Frunk gibt es nicht, denn unter der vorderen Motorhaube steckt in der Tat die Antriebseinheit der Elektromaschine. Im Innenraum auf der Rücksitzbank geht es dann durchaus etwas eng zu. Für meine Größe mit 1,78, da habe ich noch so einen Finger breit Platz zum Vordermann. Aber was auffällt, ist, die Bank ist insgesamt etwas sehr schmal geraten, vor allem für unsere kleinen Mitfahrer wie Kinder. In dem Fall waren meine Kindersitze zum Beispiel hinten installiert und der normale Kindersitz, also ein normaler Isofix-Kindersitz, war so blöd positioniert hinten rechts, dass man eben kaum ans Gurtschloss wirklich rankam für den Sitz. Das ist ein bisschen unangenehm, vor allem, weil sich die Kinder dann auch nicht selbst anschnallen können. Somit muss man das auch alles selbstständig machen. Das ist ein bisschen unangenehm, sollte vielleicht auch besser gelöst werden. Da sollte man vielleicht mal gucken. Es gibt auch zudem keine Haltegriffe oder aber eine Mittelarmlehne, lediglich einen USB-C-Anschluss. Der ist der Luxus genug. Ansonsten ist die Sitzposition ausreichend, vor allem die Kopffreiheit ist gut. In der ersten Sitzreihe gibt es dann sehr schön gepolsterte Sitze. In der La Prima, in der höchsten Ausstattungslinie, gibt es dann hier Kunstledersitze mit schöner Fiat-Stickung und 600-Schriftzug. Das sieht schön aus, allerdings sind die eher etwas, ja, so reagummiert. Das heißt also, man rutscht nicht auf dem Polster hin und her, das ist ganz gut. Aber wenn man dann einsteigt, dann bleibt man irgendwie so ein bisschen mit der Kleidung hängen und kleben. Das ist dann vielleicht auch erst einmal ein bisschen ungewohnt. Dennoch sind die Sitze bequem und auch auf längeren Strecken ausreichend komfortabel. Das Lenkrad ist natürlich in Höhe und Tiefe verstellbar, auch die Kopfweite ist ausreichend und alles lässt sich locker vom Fahrer aus bedienen. Der Instrumententräger gibt keine Rätsel auf. Es gibt ein 7 Zoll großes Kombi-Instrument, das schön eingefasst ist, eine rote Hutze. Dann gibt es ein hier 10,25 Zoll großes Infotainment-Display, das auch hier auf dem Armaturenträger mittig sitzt. Das ist auch sehr gut erreichbar, ist zwar nicht zum Fahrer hin orientiert, dennoch aber sehr gut in seiner Bedienung erreichbar und auch die Funktionen sind einfach zu erlernen. Man muss sagen, die Kacheln können individuell angeordnet werden, es gibt verschiedene Ansichten und es gibt auch wirklich ein Display, das schnell reagiert. Der Rechner, der dahinter funktioniert, ist ausreichend flott. Bisschen schade, immer noch die TomTom-basierte Navigation, die einfach keine schöne Kartendarstellung bietet. Wer das anders haben will, kann zu Apple CarPlay oder Android Auto greifen. Beides wird wireless umgesetzt. Das Telefon kann auch in der Mittelkonsole, hier in unserem Fall unter einer magnetischen Ablage, kabellos geladen werden oder aber es gibt hier auch noch diverse Stromanschlüsse. Die Klimaautomatik besitzt eine Einzonenfunktion, lässt sich aber mit haptischen Reglern sehr gut und einfach bedienen, kann aber auch dann zusätzlich über den Touchscreen bedient werden, wenn man dann auch noch weitere Eingriffe hat. Zudem gibt es 4 Direktwahltasten oder respektive 2 Direktwahltasten, einmal in die Fahrzeugeinstellung und einmal in den Home-Button, sowie eben dann darunter noch die Warnblink-Taste, die ein bisschen versteckt wirkt und die Entriegelung für die Zentralverriegelung im Innenraum. Die Verarbeitung ist insgesamt sehr gut vom Fiat 600. Man muss sagen, nichts klappert, nichts knarzt. Es gibt viele Hartkunststoffe, dennoch sind die aber sauber verarbeitet. Auch die Spaltmaße stimmen und auch alles ist entgratet. Also auch da gibt es keine negativen Punkte, die einem hier auffallen. Die Kunststoffleiste, die sich hier über die Breite des Armaturenträgers zieht, wirkt auch solide und auch gut gemacht. Die Bewegungsfreiheit so von Knien und Ähnlichem, das passt auch ganz gut. Unter der Motorhaube, und das ist das Interessante, wie gesagt, kein Frunk, sondern in dem Fall unser Antrieb. Hier im Fiat 600e ist das eine Elektromaschine, die auch die Vorderräder antreibt. Sie hat eine Leistung hier von 115 kW, respektive 156 PS im Peak und 260 Newtonmeter maximales Drehmoment. Damit sprintet dann der Fiat 600, der rund 1,6 Tonnen wiegt, in 9 Sekunden exakt auf Tempo 100 aus dem Stand und die Höchstgeschwindigkeit ist hier elektronisch auf 150 Stundenkilometer begrenzt. Gekoppelt ist das natürlich an eine große Antriebsbatterie,
die in unserem Fall hier 54 Kilowattstunden brutto bzw. 51 Kilowattstunden netto nutzbar bereithält. Die können dann am Schnelllader von 10% auf 80% mit einem maximalen Ladepeak von 100 kW in rund 30 Minuten wieder aufgeladen werden. Aus der Praxis kann hier bereits berichtet werden, das funktioniert auch sehr zuverlässig. Natürlich haben wir jetzt auch eher warme Bedingungen. Wir fahren jetzt hier bei rund 23 Grad Außentemperatur mit dem Fahrzeug. Für Wintertests oder ähnliches muss man dann nochmal abschauen. Aber ich denke, da sollte man dann doch durchaus Abstriche von so 30-40% nochmal einkalkulieren. Die Klimaanlage übrigens, die funktioniert hier richtig gut. Die hat viel Kraft und kühlt auch den Wagen angenehm auf allen Plätzen herunter. Und das trotz einer nur 1-Zonen Klimaregulierung. Kommen wir zum Antrieb zurück. Der macht wirklich eine gute Figur, gerade im Alltag. Er ist ja angenehm spritzig. Man kann die drei Fahrmodi durchschalten, Eco, Normal und Sport. Erst im Sport wird dann auch wirklich die komplette Leistung bereitgestellt, wenn sie abgerufen wird. Eine Rekuperation kann lediglich über die B-Taste hier gemacht werden. Es gibt immer eine leichte Rekuperation oder eben eine verstärkte Rekuperation, wenn man den B-Modus aktiviert. Das reicht natürlich nicht aus, um ein echtes One-Pedal-Driving zu ermöglichen, sondern lediglich, um eben so ein bisschen verstärkt zur Bremsung an die Ampel hinzukommen. Man muss doch öfter hier noch die Fußbremse nutzen. Und da ist so ein kleiner Punkt, das ist ein sehr undefinierter Druckpunkt, den die Bremse hier bietet. Denn gerade so der Übergang von Rekuperation auf wirkliche Bremsleistung an der Scheibe ist dann doch eher etwas schwammig und nicht so fein definiert. Also da würde ich mir ein feineres Pedalgefühl wünschen, sodass man auch hier feiner verzögern kann. Wenn es dann mal sein muss und man voll reintritt, dann ist die Bremsanlage auch da und verzögert auch kräftig genug oder eben auch auf der Autobahn bei schnellem Tempo. Schnell hat man auch Tempo aufgebaut mit dem Elektroantrieb. Das ist natürlich schön. Durch die schwere Batterie, die über 300 Kilo wiegt, ist natürlich auch der Schwerpunkt gut abgesenkt des Fahrzeuges. Das Fahrzeug liegt straff auf der Straße, hat auch eine eher straffe Federdämpferabstimmung. Das ist so ein bisschen elektroautotypisch. Für den einen oder anderen dürfte das vielleicht etwas zu straff sein. Aber wer den Fiat 500X kennt, für den ist das ein himmelhoch jauchzen, wie komfortabel dieses Fahrzeug ist, denn der Fiat 500X, das war wirklich ein echt raubeiniger Geselle. Und das ist natürlich jetzt hier deutlich besser mit dem 600e geworden. Besser natürlich auch, was das Thema Assistenz und auch das Fahrverhalten an und für sich angeht. Der 600 liegt eben deutlich angenehmer auf der Straße. Die Lenkung ist sehr leichtgängig, bisschen zu gefühllos in meinen Augen. Das könnte ein bisschen besser sein. Vor allem, wenn man da ein bisschen mal Temperament in den Fahrstil hineinlegt, dann würde man sich hier vielleicht etwas mehr Rückmeldung wünschen. Das Zwei-Speichen-Lenkrad fühlt sich aber sehr gut an, hat auch eine angenehme Kunstlederbespannung, die wirklich sich sehr schön anschmiegt und auch wirklich handschmeichelnd ist. Man kann das Ganze aber auch dirigieren lassen, indem man eben die teilautonomen Fahrassistenzregelsysteme hier eingreifen lässt. Bedeutet, wir haben eine aktive Spurführung, aktive Abstandsregelung, tote Winkelüberwachung, Notbremsfunktion und eben diverse weitere Assistenzmöglichkeiten. Dennoch, die Systeme funktionieren unterstützend wirklich gut, können aber jetzt noch nicht wirklich weitere Aufgaben hier in der Fahrassistenz übernehmen. Also wir haben hier eigentlich eher den Standard als wirklich schon weiterführende Assistenz. Dennoch, für den Alltag ist das sicherlich völlig ausreichend und für die Fahrzeugklasse auch komplett angemessen. Ich fahre jetzt noch ein Stückchen weiter und wir sehen uns jetzt gleich beim Fazit. Da gibt es natürlich dann alle Infos zum Verbrauch, zur realen Reichweite, zu den Kosten und natürlich auch meine persönliche Meinung. Also dranbleiben, wir sehen uns gleich beim Fazit.
bin beeindruckt vom Fiat 600e. Er macht eine sehr gute Figur. Ich finde ihn optisch sehr ansprechend. Fahren tut er sich auch sehr gut. Zwar ein etwas zu straffes Fahrwerk, aber das haben viele Elektrofahrzeuge gemein. Dennoch, die Platzverhältnisse sind ordentlich für die kompakten Abmessungen, die der Wagen hier bietet. Der Elektroantrieb ist ausreichend kräftig. Die Batterie mit 51 Kilowattstunden netto nutzbarer Kapazität hat in unserem Fall hier auf der Verbrauchsrunde eine Reichweite von 380 Kilometer unter realen Bedingungen ermittelt. Denn wir haben einen Durchschnittsverbrauch von 13,4 Kilowattstunden auf 100 Kilometern gehabt. Das ist äußerst angenehm. Natürlich auch den etwas wärmeren Temperaturen, 23 Grad Außentemperatur, geschuldet, muss man sagen. Dennoch aber zeigt es, dass der Antrieb des Stellantis-Konzerns langsam etwas effizienter wird. Auch das Laden wird deutlich besser, gerade jetzt auch hier unter den warmen Temperaturbedingungen. Hat man eben zuverlässig die 80% von 10 auf 80% in rund 30 Minuten geschafft. Zudem konnte man eben auch gerne mal auf der Ladesäule die 100 kW versprochene Ladepeak-Leistung sehen. Das hat man ja sonst auch eigentlich eher bei diesen Fahrzeugen selten gesehen. Preislich könnte es sein, dass man den Fiat 600e auch eher selten sieht, denn der ist recht teuer. 36.490 Euro ist die Basis, Red genannt, und der La Prima, so wie er hier steht, kostet 42.490 Euro mit der serienmäßigen Soul Orange Lackierung, die wir hier haben. Ansonsten würde da noch ein Aufpreis dazu kommen. Viel Geld. Wer aber sagt, er hätte gern einen Fiat 600, will das aber günstiger, der hat jetzt die Möglichkeit, eben auf einen der zwei Hybrid-Varianten, also Mild-Hybride, zu greifen. Bedeutet 1,2 Liter Hubraum, 100 oder 136 PS gekoppelt an ein 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe mit einem Mildhybrid-Antriebsstrang. Kurze Strecken elektrisch können zurückgelegt werden. Wer einmal sich in den Antriebsstrang einlesen möchte, der kann tatsächlich hier das Video des Opel Corsa Hybrid anschauen. Da konnte ich den Antriebsstrang fahren und habe ihn für sehr gut erachtet. Und sparen kann man dann am Ende hier auch einen kräftigen Batzen Geld. Bis zu 12.500 Euro ist dann tatsächlich der Mildhybrid günstiger als die Elektrovariante. Und das ist natürlich schon eine echte Hausnummer, muss man sagen. Und ich bin der Meinung, ich glaube, wir werden eher viele 600er sehen, aber als Verbrenner. Was ist dein Tipp und wie gefällt dir der Fiat 600? Schreib es mir unten in die Kommentare, abonniere den Kanal, falls nicht schon getan, und lass mir auch ein Like da. Und dann sehen wir uns demnächst wieder hier bei Ubi Tested. Ich bedanke mich, dass du reingeklickt hast in dieses Video. Wünsche noch einen schönen Tag, sage Tschüss und Servus.